Hey Leute und willkommen zum zweiten Spiel von der Minecraft-WM, heute gegen den Klüm, a.k.a. Australien. Hallo, ich kann kein Australisch. Okay, und ich drück dann mal direkt den Timer für Start und willst du anspielen, soll ich? Ich würde sagen, ich spiel an. Okay. Einfach so. Dann go. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwas reißen... Wo ist das Huhn? Ach, da hinten. Ja. Ansonsten, wenn da wäre der jetzt offensichtlich im Aus, ist dein Ball. Okay. Ich habe das nicht geübt vorher. Also bin ich wahrscheinlich... Mal gucken, wie das hier jetzt überhaupt läuft. Gelernt. Hey, hör auf. Oh, nein, nein. Oh, ja. Ach, ja. Verdammt. Aber was du jetzt nicht gemacht hast, du hättest mich theoretisch schlagen dürfen. Einmal darfst du mich schlagen, bevor du wieder an den Ball gehst. Ja? Achso, gut. Dann mache ich das demnächst. Ja, ey, ohne Spaß, wenn du das jetzt die ganze Zeit machst und ich deshalb nachher verliere, dann bereue ich das jetzt schon. Da gebe ich nie mehr Tipps. Mehr Tipps kann man sich auch gar nicht geben, oder? Echt nicht. Na, komm. Ah. Deiner. Da hinten. Schön, du, jetzt habe ich Ecke. Elfmeter wäre auch cool jetzt. Ja, komm, direkt verwandeln. Der Elfer ist ein bisschen schwer zu organisieren. Oh, ja, das stimmt. Der beim Aus, deine. Jetzt kriege ich mal die ganzen Bälle hier. Mhm. Aber ich finde es auch lustig, dass die aus dem Hühnchenball gemacht haben. Das ist extrem lustig. Ganze Chicks, weißt du. Rippling. Nein. Jetzt habe ich ihn aus Versehen geschlagen, es tut mir sehr leid. Darf ich dich nur einmal schlagen, wenn wir um den Ball kämpfen oder nur einmal? Du darfst einmal schlagen und dann musst du wieder einmal den Ball schlagen. Wenn das jetzt versehentlich mal passiert, dann bist du einfach fair und machst kein Tor oder so. Aber dann gibt es auch keine Strafe. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Das Hühnchen. Ach ja, man kann ja auch mit der Hand schlagen, ne? Das habe ich jetzt total schon gehört. Ach Mann, jetzt hör doch auf, die ganzen Tore zu machen hier. Boah, ich habe einfach das Hühnchen nicht getroffen, Mann. Oh Mann, ich bin so dumm. Warte, beim Einspiel immer warten, dass der Ball über Linie ist und so und dann los. Ja, klar. Ich versuch mal eine andere Taktik jetzt. Oh. Ich schlag dich einfach zu Tode. Ja, aber das hat, glaube ich, sogar schon mal jemand gemacht, derjenige hat verloren. Das ist natürlich nicht so schlau. Hey. Komm. Nein! Nein! Zweimal Pfosten. Scheiße, der war im Aus, oder? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Ja, dann spiele ich einfach bis geh ins Tor. Aber ohne Spaß, bei den Temperaturen, da klebt alles an dir, das hasse ich so. Ohne Spaß, Mann, weißt du, ich kann das Maus... Wenn du das Mikro das wahrscheinlich auch noch an meinem Maul kann einfach kleben. Nicht auf die Hand wechseln, weil das alles hier festklebt. Bah, richtig eklig. Wenn du die Hand hochhebst, hebt die Maus direkt mit hoch. Ja, genau. Warum bin ich so schlecht in diesem Spiel? Achso, ich hatte das nur so getroffen. Jetzt muss ich aber echt mal schauen, wie ich das hier... Au! Das war nicht Absicht. Ja, komm! Nein. Ja! Nein, schade, 2-2. Vielleicht verliere ich doch nicht, meine Freunde. Jetzt muss ich aufpassen, warte. Verliere ich doch nicht. Vielleicht. So, kannst du machen, wenn du möchtest. Ja, mach ich. Ja, das war jetzt echt unspektakulär. Ach, fuck. Aber jetzt darf ich den Ball berühren, dann darf ich dich wieder schlagen. Ja, genau. Nein, Ball, fall nicht weg, nicht so toll. Ey. Ja. Au. Wo? Ja. Nein! Ja. Oh. Verdammte Kacke. Ich bin der beste Minecraft-WM-Spieler ever, ihr seht das schon, ne? Also ich ja, 3-1, weißt du, du bist schon mal nicht der Schlechteste, weil es gibt hier 3-4 Spiele, die einfach 6-0 ausgegangen sind. 6-0? Ja, weißt du? Das dann oh, bitte. Entschuldigung. Ja, 6-0 will ich auf gar keinen Fall verlieren, Leute, also. Ja, es gibt so unterschiedliche Kategorien, weißt du? Sprinte doch! Es gibt die Spiele, die spannend sind, wo es dann irgendwie 3-1 ausgeht, so wie das erste gegen Tobi. Und dann gibt es so Spiele wie Vanquish gegen Revi oder, ja, ich glaube, das darf man schon sagen. Oh. Ja, das ist das erste Spiel, das kam schon online, wenn die Leute das hier sehen. Das erste Spiel war doch Sinus gegen... Ja, aber ich meine, das, weißt du, es werden ja immer, oh, es ist ja immer ist meine, die oder? Ersten beiden Spiele, ja, es sind ja immer die ersten beiden Spiele von Gruppe A, dann die ersten beiden von Gruppe B, dann von Gruppe C und so weiter. Ja, deshalb... Ich schlag immer mit der fetten Schaufel. Ich sollte vielleicht mal mit der Hand schlagen oder so. Ich bin feinfühliger, Mensch. Hör doch auf, jetzt die ganze Zeit... Ach so, das habe ich getroffen. Mensch.
Au. Hab gehofft, dass ich dich noch vom Huhn wegkriege, bevor du den Ball. Nee. Bevor du es schlägst. Oh, du bist dran, das war aus. Okay, danke. Immer schön fair ja, hier, bleiben, hier ne? Geht's, ja, gell, hier geht's immer fair zu. Ich habe vorhin schon was mitbekommen wegen Anspiel geklaut und so. Und, Nö. Unfaire Tor. Nein! Nein! Miese, Alter, miese. Aber ist wieder aus. Langsam aber sicher, meine Freunde. Langsam aber sicher. Lerne ich dann. Ja, weißt du, für Damit dich... Erlernen. Naja, ich weiß nicht. Oh. Man das schon so, oh. Das ist so, wenn man so von ein bisschen weiter weg schießt, dann geht der nie direkt rein. Geht der meistens irgendwie auf die Linie oder so. Ups. Nee. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich sollte vielleicht dich schlagen. So. Ja, jetzt hast du mich geschlagen. Aus. Aha. Bin ich wieder am Ball. So. Komm mit, Hühnchen. Wir gehen jetzt Chicken Wings machen. Nein! Verdammter Ball! Junge! Boah. War die miesen Aktionen. Ja, so langsam habe ich es aber raus, wie man das macht, ne? Und au! Jetzt. Voll mies. Miese Aktion jetzt. Aber ich bin fast tot. Hauptsache, Ball ist einfach weg und wir gehen beide auf den jeweils anderen drauf. Das wird irgendwann hau ich dich einfach ins Tor anstatt den Ball. Wobei, wenn einer im Tor ist, dann ist Ding, dann musst du warten, bis er raus ist, weil sonst ja mies. So, jetzt zum Beispiel. Ah, nee, du bist gar nicht drin. Weil wenn du in Spinnenweben hängst, ist das halt unfair. Der war meiner. Das stimmt. Nein! Streif den Post. Ja, du liegst 2 Punkte vorher, ich muss die Tore machen. Ja, deshalb muss ich dich ja die ganze Zeit schlagen, nicht du. Nein, es streift einfach wieder den Pfosten. Eigentlich machst du hier nachher jetzt gleich noch ein Tor und dann irgendwie kurz vor Schluss noch irgendwie Ausgleich oder so. Ja, Ausgleich wäre natürlich... Ein Traum. Wo ist das Huhn? Ich stell mich lieber ins Tor. Okay, gut. Na komm, komm ran jetzt. Dribbling hier. Ja, Dribbling. Ah, ja, scheiße! Oh, das war ein Traumtor. Warte mal kurz, noch nicht anspielen. Milan, gleich fertig. Ja, denn eine Runde geht nur 10 Minuten. Kennen wir ja schon. Achso, okay, das sind Fans. Okay. Sind Fans, okay. Okay, mach. Na. Verdammter Kacke. Ich finde es irgendwie lustig, das Hühnchen mit einer Hähnchenkeule zu schlagen. Oh, das war räudig von mir, das war räudig. Das war sehr räudig von dir. Das war richtig, oh Mann, ich entschuldige mich. Ja, ich weine gleich erstmal. 5-1, Junge, übertreib nicht so bitte. So, ich schlag das Hühnchen mit seiner Mama. Lass dich jetzt extra mal ein bisschen kommen. Ja, mach das mal, wenn das kein Fehler von dir ist. Ja, es war ein Fehler von dir. Um das 5-2 gönne ich dir ja noch den, so. Den hat er mir geschenkt. Achso, du bist dran, ne? Ja. Ich wollte gerade doppelt zurückgehen. Zurücksprinten quasi. Ja, Minecraft 2.10.000 wird das dann. Ja. Irgendwann gibt es das Zurücksprint-Feature. Ja. Das kündigen dann groß an und machen einen Snapshot, der 5 Monate in Entwicklung ist, einfach nur um verdammtes Verdummedien. Oder irgendwie, weißt du, ein Mod, der dann nur wieder auf Hive zugelassen ist, Better Backsprint Mod oder sowas, so ist richtig häsiges. Oh, nice. Ja. GG. 6-2 habe ich gewonnen, damit, ja. Damit gehe ich jetzt erstmal weinen. Okay, ja, was von der Folge? Du willst ja noch den E3-Stream gucken. Ah! Ich verpiss mich jetzt dann, bevor uns unsere Fans verschlagen. Hooligans! Aber dann würde ich mal sagen, was von der Folge, wenn es euch gefallen hat, Bewertung bei uns beiden da lassen und bis zum nächsten Mal und ciao. Bis dann, haut rein.